Ja, wir haben letzte Woche ja gesehen, dass die sogenannten R-Werte ein bisschen nach unten gehen und das hat im Grunde uns schon vorhergesagt, dass auch die Infektionszahlen absehbar zumindest keine neuen Rekordwerte mehr erreichen. Und das sehen wir jetzt auch tatsächlich diese Woche. Die Zahl der Neuinfektionen, die Tag für Tag bestätigt werden, bleibt konstant, also bleibt auf hohem Niveau konstant. Aber dieses exponentielle Wachstum, Kurve steigt immer weiter, ganz steil nach oben, das ist jetzt tatsächlich nicht mehr, sondern die Kurve hat sich gebogen und wir haben jetzt jeden Tag gleich viele, so circa knapp 20.000 Neuinfizierte im Wochenschnitt, die in Deutschland dazukommen. Was kann man sagen, was das wohl für Ursachen hat? Also was ist der Grund dafür, dass dieses Wachstum jetzt nicht mehr exponentiell ist? Wir hatten ja im Oktober diese zwei Treffen von Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen, Präsidenten der Länder. Und da wurden ja Maßnahmen beschlossen, die eben das öffentliche Leben eingeschränkt haben, auch die Kontakte eingeschränkt haben. Mitte Oktober die etwas schwächeren Maßnahmen und dann seit Anfang November gilt ja der Teil-Lockdown. Das hat definitiv dazu beigetragen, dass die Infektionszahlen runtergehen. Klar, wenn ich weniger Menschen treffe, kann ich mich seltener anstecken. Das hat natürlich einen Effekt. Zweiter Grund, und es bildet sich auch in zahlreichen Umfragen ab, die ja zum Thema Corona gemacht werden. Die Menschen sind wieder vorsichtiger geworden, das heißt, sie schränken freiwillig auch schon Kontakte ein. Die Angst, sich anzustecken, ist auch tatsächlich wieder ein bisschen gestiegen. Also, das heißt, diese Kombination aus tatsächlichen Verboten, aber auch freiwilligen Verhaltensänderungen, die führt jetzt dazu, dass eben sich zumindest nicht noch mehr Menschen anstecken. Lass uns doch noch mal kurz in die Zukunft blicken. Am Montag kommt die Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammen. Da werden die Maßnahmen, die erfolgt sind, noch mal beurteilt, eingeschätzt, wie erfolgreich das Ganze war. Was lässt sich über den weiteren Verlauf der Pandemie sagen, soweit man es denn nun sagen kann? Also was am Montag entschieden wird von Angela Merkel und den Regierungschefs der Bundesländer, ist natürlich noch völlig offen. Dass die volle Wirkung von diesem Teil-Lockdown schon sichtbar wird bis Montag, ist unwahrscheinlich, weil man einfach einen gewissen Zeitverzug drin hat. Also dieses Treffen wird nicht stattfinden unter dem Eindruck von dramatisch gesunkenen Infektionszahlen, das bestimmt nicht. Deshalb würde ich jetzt, ohne da sozusagen interne Dokumente oder sowas zu kennen, nicht davon ausgehen, dass da dramatische Lockerungen beschlossen werden. Interessanter ist, wenn man sich sozusagen in den weiteren Verlauf des Winters vielleicht versucht zu schauen, gibt es eine Modellrechnung des Forschungszentrums Jülich. Die haben auf Grundlage der bisher verfügbaren Daten geschaut, mit welchen Maßnahmen welcher Pandemieverlauf denn wahrscheinlich wäre. Das sind natürlich nur grobe Schätzungen und Modellrechnungen. Aber interessant dabei fand ich, dass sie sagen, wenn jetzt irgendwann im Dezember diese Beschränkungen der Teil-Lockdown auslaufen und die Leute quasi wieder sich so verhalten können, wie es im Oktober der Fall war, dass dann die Fallzahlen wieder sehr schnell, sehr, sehr stark ansteigen werden, also nach Weihnachten, Silvester, im Januar, dass man dann relativ schnell in so ein neues, auch nochmal deutlich höheres Niveau von Infektionszahlen kommt. In der Folge auch von Intensivbetten, die belegt werden. Und dann ist die Prognose, wenn man sozusagen jetzt nichts mehr macht im ganzen Winter, dass man dann über diese Belastungsgrenze des Gesundheitssystems kommt und deutlich mehr als 20.000 Intensivbetten braucht. Das ist so die grobe Marke. Die Forscher vom Forschungszentrum Jülich sagen dann auch, was vermutlich reichen würde oder was man vermutlich noch machen müsste, ist so ein zweiwöchiger weiterer Teil-Lockdown, der im Februar oder März kommen müsste, um dann eben noch einmal die Kurve abzusenken und dann kommt man ja sozusagen ins Frühjahr rein, wo das dann ohnehin ausläuft, weil man sich wieder mehr draußen treffen kann, weil es wärmer wird, etc. Also das ist so eine ganz interessante Modellrechnung, ein ganz interessantes Szenario. Ich persönlich rechne damit, dass tatsächlich irgendwann im Januar, Februar, März nochmal verschärfte Maßnahmen kommen, sei es aus der Logik, aus der heraus die Politik bisher entschieden hat. Sei es auch, um sozusagen so eine dritte ganz hohe Welle wirklich zu vermeiden, weil das wollen viele halt nicht. Jan-Georg, letzte Frage. Wenn wir jetzt mal über die Entwicklung in Deutschland hinausblicken, dass die europäischen Nachbarländer international, wie sieht es da aus? Es gibt ja mehrere Länder in Europa vor allen Dingen, die auch so einen Teil-Lockdown verhängt haben jetzt im Herbst. Dazu gehört zum Beispiel Irland, dazu gehört auch schon deutlich früher noch Israel, die hatten sehr früh eine hohe zweite Welle. Dazu
gehören auch die Niederlande. Und in all diesen Ländern sieht man eigentlich relativ gut, dass dieser Teil-Lockdown mutmaßlich auch mit Verhaltensänderung der Bevölkerung gewirkt hat. Also dort sinken die Zahl der Neuinfektionen. In Irland, die nähern sich sogar schon wieder dieser 50er-Marke, also 50 Neuinfizierte je 100.000 in einer Woche. Das heißt, also auch im europäischen Ausland funktionieren diese Maßnahmen relativ gut. Es wird einen ja auch wundern, wenn nicht. Also eben, wenn ich keinen treffe, dann kann ich mich auch nicht anstecken. Und dann dadurch sinken in der Folge die Infektionszahlen. Also da zeigt sich, dass das hat eine Wirkung. Und auf Deutschland bezogen nochmal, weil es gerade auch viel in der Diskussion ist, ist ja diese Auslastung der Intensivbetten, auf die man immer schaut. Da ist man tatsächlich jetzt über dem Niveau vom Frühjahr. Also das heißt, es sind jetzt mehr Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt als zum schlimmsten Zeitpunkt im Frühjahr. Der Unterschied ist halt, dass man sich diesmal darauf vorbereiten konnte. Man hat auch erheblich Kapazitäten, um im Notfall noch weitere Patienten versorgen zu können. Vor allen Dingen aber ist der Anstieg, auch dieser Anstieg der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen ist auch langsam abgeflacht. Also auch da ist das exponentielle Wachstum, das wir infolge der Infektionszahlen gesehen haben, zuletzt ein bisschen schwächer geworden. Das ist natürlich noch kein Zeichen für Entwarnung und man sollte auch noch nicht die Sektflasche aufmachen, aber zumindest eine einigermaßen positive Entwicklung.